Also ich bin der Ringo, ich spiele in dieser Band Gitarre, Mandoline und singe noch ein bisschen. Und ja. Ich bin der Lieutenant Slam, ich bin auch der Chef dieser versüpften Truppe. Ich spiele Gitarre, ich singe, schreibe Songs den grössten Teil und Text und schaue ein bisschen, dass da niemand Scheissdreck macht vom Rest. Alright. Howard B. Benson, mein Name. Die Jungs sagen auch Howie oder White Nigger Benson manchmal. Ich spiele Schlagzeug und schreie ab und zu ein bisschen rein, so wie es mich gerade dünkt. Ich bin der Django, ich bin der Bassist. Wir haben uns gefunden, Mann. Also wir sind zuerst erst der Slam, Howie. Wir sind mal zuerst mit dem zweiten angefangen. Vor zwei Jahren, so mehr als zwei Jahren. Und nein, sie gemerkt, dass es nicht leid, zweite. Und wie sind wir zum Country gekommen? Das ist eine gute Frage. Wie da der junge Schmarr schon gesagt hat, haben wir das zweite angefangen. Und das war noch aus der Not, wir haben irgendwie einen schon kennt. Und auch schon etwas Musikalisches gemacht. Und dann hat es aber eine Pause gegeben, dann haben wir noch so spontan angefangen. Es ist über eine Anfrage gelaufen. Und dann haben wir einfach irgendwie etwas gespielt. Also irgendwie, es hat ein paar schweigende Songs gehabt, eher langsame, wo es auch schon ein paar, die in der Counter-Richtung riesig andere drunter hatten. Aber dann hat es noch viele Chorus gehabt. Und dann hat sich das irgendwie so angefangen zu entwickeln. Also immer mehr so ein bisschen Country-Songs zu kommen. Oder respektive unsere Interpretation und unsere Vorstellung von Country-Songs. Und das ist weder irgendwie ein grosser Plan dahinter noch eine Absicht. Das ist einfach... Die Country-Musik ist zu uns gekommen. Ja, und Country-Musik ist halt einfache Musik. Eine Musik, die aus dem Leben gegriffen ist. Und das passt doch für viel mehr von dieser Band, für viel weniger. Du siehst, passt das eigentlich super gut. Aber in Nashville sind wir noch nie gewesen. Nein, wir sind zwar schon nicht ganz Europa, aber sehr mängel im Land schon gewesen, aber wir sind nie über See gewesen. Es wäre aber für mich, muss ich sagen, es ist noch ein bisschen, nicht ein Traum, aber es ist mal so ein Plan. Und wir würden es einfach reizen, mal zu schauen, wenn man mit dieser Musik oder mit unserer Interpretation von ihrer Musik zu ihnen geht und das mal spielt, ich mal schauen, was passiert, ob sie sich da völlig fast angegriffen gefühlt, an Karren gefahren gefühlt, oder ob sie noch sagen, das wird noch gefallen. Also du weißt, Amerika ist, kann jeder eine Waffe kaufen, gell? Das Glück ist, dass in dieser Band jeder sehr gerne live spielt und wegen dem spielen wir auch so viel, weil sie das gerne macht. Jetzt sind wir sind im Frühling recht viel Europa unterwegs, jetzt im Sommer. Spielen wir vor allem in der Schweiz Open Airs, so an kleineren, aber auch an grösseren. Die grösseren ist der Gurten zum Beispiel oder das Tracker Festival Interlaken. Klassiker, ja. Wo yeah! Alle ein gespannt sind drauf und dann haben es sehr verschiedene kleinere, plus in der Schweiz, wo sicher der eine oder andere schöne Moment wird bei uns schauen, lustige Moment und dann im Herbst kommt dann wie angekündigt das zweite Album und dann sind auch die Clubs dran in der Schweiz und Deutschland und wo es dann uns immer her verschlägt. Aufgenommen haben wir es in Zofingen im Sona Studio. Und es ist nicht ganz so schnelles Zeug wie das erste Album. Schon auch schnelle Songs. Aber wir haben dann doch gefunden, vielleicht können wir gleich mal ein bisschen bremsen, sodass wir die Leute nicht überfahren. So haben wir doch noch ein bisschen mehr so ein mit Tempos fangst du. Ja, wobei es geht eben eigentlich noch. Ja. Jetzt ja. Schnell. Ja, für uns. Ja, es ist sehr abwechslungsreich geworden. Mein erstes Album ist in zwei Tagen im Studio entstanden und bei dem haben wir jetzt wirklich mehr Zeit gelassen. Wir haben auch die Songs ein bisschen geübt, was wir im ersten Album nicht gemacht haben. Da hat man keine Zeit gehabt, Studio zu buchen. Wir hatten drei Proben gehabt. Ich glaube, eine Probe, wo wir das vierte hochprobt haben und wir sind ins Studio gegangen eigentlich. Keine Ahnung mehr hatte, um was es geht und hat Zack gemacht, zwei Tage später ist das Album aufgenommen. Und ich muss heute noch sagen, wenn ich es selber höre, denke ich, wow, sind wir das. Also wirklich, hat wirklich gepasst. Also es waren einfach zwei wunderschöne Tage, wir haben hergearbeitet und wir haben wirklich das Beste daraus gemacht. Und jetzt im zweiten Album war das jetzt alles ein bisschen konkreter. Wir haben sich ein bisschen mehr Zeit genommen, also bei Vorbereitung und Songwriting und bin dann auch beim Studio beim Aufnehmen, sind dann 7 Tage. Und durch das eben hat man auch ein bisschen mehr Zeit gehabt,
über den Songs zu arbeiten. Es ist auch durch das ein abwechslungsreicher geworden. Wir haben noch mehr Songs aufgenommen, die wir auf die Scheibe geschafft haben. Und die werden ihre zweite Scheibe noch, also respektive kommt die offizielle kommt raus, plus nachher noch eine, die nochmal den Konzert verkaufen, so eine EP-mässig. Und hier wird es nachher noch ein bisschen mehr Covers drauf haben, die wir jetzt aber noch nicht verraten wollen. Zusätzlich natürlich. Und auf der EP wird nachher auch der Song, den wir heute aufgenommen haben, drauf sein. Selbstverständlich.